22. Spieltag in der Regionalliga Nord. Der Heider SV zu Gast beim Kellerduell in Norderstedt. In dieser Zeit, in der uns allen leider wieder bewusst wird, dass Fußball dann eben doch nur die schönste Nebensache der Welt ist. Spieler, Verantwortliche und Zuschauer halten vor der Partie einmal inne, um den Kriegsopfern in Osteuropa zu gedenken. Auch wir möchten angesichts der Situation in der Ukraine zusammenarbeiten. Der Blick aufs Sportliche, auch wenn es in diesen Tagen schwerfällt, die Gastgeber um Coach Jens Martin auf Wiedergutmachungskurs nach der 0:3 Derby-Niederlage gegen die Teutonia. In den ersten 45 Minuten von rechts nach links mit der Hereingabe von Marx in Richtung von Elias Saad, der den Abschluss so ein bisschen verpasst. Saad kam im vergangenen Sommer aus der Oberliga von BU hoch nach Norderstedt. Seine erste Regionalliga-Saison ordentlich, auch wenn er den hier fürs Erste liegen lässt. Szene läuft ungeschnitten weiter. Die zweite Welle über die rechte Seite. Die Flanke landet bei Jasper Hölscher, der vorbei an Bartel, aber eben nicht an Schröder. Der Verteidiger kratzt den zugunsten des HSV von der Linie und der Heider SV, der gerade defensiv mit 44 Gegentoren schon das ein oder andere Mal überrumpelt wurde, übersteht diese Anfangsphase. Die Gastgeber warten mittlerweile seit dem ersten Spieltag auf einen Dreier vor heimischem Publikum. Das ist Behonek für Jan Lüneburg am langen Pfosten komplett blank gelassen. Und so einen lässt sich der 31-Jährige normalerweise nicht nehmen. Selbst etwas überrascht gewesen, dass er da noch zum Abschluss kommt. Norder steht weiterhin drauf und dran, in Richtung Führungstreffer zu gehen. Die Standardsituation auf den Kopf von Fabian Grau. Chancen waren genügend da, einzig und allein die Verwertung bleibt das Manko beim Tabellenneunten. Gute halbe Stunde rum, vom Heider SV bis dato offensiv noch nichts zu sehen. Es spielte nur die Eintracht. Behunek im zweiten Versuch mit der Hereingabe und in der Mitte dann Nuxol per Kopf. So langsam aber sicher musst du dich halt auch mal belohnen. Es ist eine richtig gute erste Halbzeit aus Norderstedter Sicht. Einzig und allein der Treffer fehlt. Aber immer noch nicht Pause. 45. Die Eintracht kurbelt nochmal an. Fein gemacht über die linke Seite mit Elias Saad. Der hat viel Platz, lässt den ersten aussteigen. Und dann mit dem Auge für Marxen. Aber wieder ist es Raphael Bartel, der die Null hält in dieser ersten Halbzeit. Offensiv ging nicht viel für den Tabellenzehnten. Man konnte sich allerdings in diesen ersten 45 Minuten auf Raphael Bartel verlassen. Zur Pause die Nullnummer in Norderstedt. Sprung in Durchgang Nummer 2 und siehe da, auch der Gast vom Heider SV entdeckt die Offensive für sich. Das ist Leifhahn aus der eigenen Hälfte, wird nicht so richtig angegriffen. Und dann mal zumindest, um auf dem Statistikzettel aufzutauchen, der erste Abschluss. Für den Tabellenzehnten, der es offensiv in dieser Saison schwer hat. Man stellt mit 17 Treffern die schwächste Offensive der Liga. Zumindest mal an Anfang, an diesem Nachmittag. Dann war allerdings wieder Norderstedt am Zug. Ging bei den Gastgebern viel über die rechte Seite, über den starken Behonek. Der hatte fast immer seine Füße mit dem Spiel. Die Hereingabe wieder in Richtung von Jan Lüneburg und der lässt den zweiten Hochkaräter liegen. Ungewöhnlich für den 8-Tore-Mann. Offensiv so ein bisschen die Lebensversicherung des Tabellenneunten. Er wartet noch auf seinen Treffer. Nachspielzeit schon angebrochen. 6 Minuten waren angezeigt. Wir befinden uns in diesen letzten Sekunden. Nochmal hoch und weit rein in Richtung Gästestrafraum. Dann ist es Lüneburg mit dem Abschluss und Lüneburg mit dem Treffer. Am Ende also doch noch das 9. Saisontor für Jan Lüneburg. 90. plus 6. Der FC Eintracht Norderstedt belohnt sich für eine richtig couragierte Leistung. Gerade im ersten Durchgang das klar bessere Team gewesen. Lüneburg, ein bisschen Glück ist nicht dabei und dann Volley rein ins Glück zum 1:0. Aber immer noch nicht Schluss in Norderstedt. Der Heider SV hatte nochmal 1-2 Minuten, kam aber nicht wirklich gefährlich vors gegnerische Tor. Und in den letzten Sekunden durfte dann nochmal Norderstedt ran. Über die linke Seite, über Elias Saad, der einen guten Nachmittag erwischte. Tänzchen gegen den ersten, Tänzchen gegen den zweiten, Kopf ist oben und in der Mitte der eingewechselte Batuhan Ebrahim mit dem 2:0. Norderstedt packt spät den Deckel drauf, im Hintergrund der Abpfiff zu vernehmen und damit wichtige 3 Punkte auch im Hinblick auf die Abstiegsrunde. Der Heider SV wird runtergehen und dann geht es für Norderstedt drum, die Klasse zu halten. Mit der Leistung heute hat man da sicherlich gute Chancen. Und Evren krönt seine Einwechslung in Wolfsburg und St. Pauli. In der Jugend konnte er sich nicht durchsetzen, angekommen in der Regionalliga. Es ist dann unterm Strich doch noch ein versöhnlicher Nachmittag geworden für den FC Eintracht Norderstedt. Und Christian Oldendorf ist für euch auf Stimmfang gegangen. Im Hinblick natürlich darauf, dass wir jetzt in der Abstiegsrunde sind, schon ein sehr wichtiger Sieg, glaube ich. Und ja, weiß nicht, hochgradig verdient, glaube ich. Ich glaube, die Heide hat nicht eine wirkliche Torchance.
haben uns ein bisschen schwer getan in der Erspielung der Chancen, aber am Ende des Tages, glaube ich, mehr als verdienter Sieg. Ja, ein bisschen unglücklich gelaufen, ne? Wir hatten einen Plan, glaube ich, hat man auch gesehen, dass wir erstmal sicher stehen wollen, die Null halten wollen. Hat soweit auch ganz gut funktioniert. Ich glaube, wir haben relativ wenig zugelassen. Selber natürlich dann die Offensive ein bisschen drunter gelitten. Ja, dass wir dann in der 94. nachher das Ding kriegen, ist halt ärgerlich, aber das wird's machen. Was willst du machen? Der Heider SV verkauft sich lange teuer, steht am Ende dann aber wieder mit leeren Händen da.